Während des Corona-Lockdowns habe ich immer wieder Stimmen gehört, dass Leute gesagt haben, sie finden das gar nicht so schlimm, wenn es weniger Konzerte gibt, weil man könne ja zu Hause mit dem Partner tanzen. Ich habe mich dann gewundert, wie wenig Ahnung die Leute haben über das Wesen der Musik, was Musik eigentlich alles bedeuten kann. Und dazu wollte ich eine Geschichte erzählen. Ich war mit meiner Band 1996 auf Tournee in Russland und Sibirien und habe in Nowosibirsk den Journalisten Mischa Maltsev kennengelernt, der mich dann später eingeladen hat, ein musikalisches Projekt zu gestalten mit der jakutischen Sängerin und Schauspielerin Stepanida Borisova. Ich habe dann angefangen mit Luigi Achetti, einem italienischstämmigen Gitarristen, Soundtracks einzuspielen. Und wir haben das dann per Post nach Jakutsk geschickt. Stepanida ist dort ins Studio gegangen und hat ihren Gesang aufgenommen und hat uns das wieder zurückgeschickt. Wir haben das auf diese Art und Weise zwei oder dreimal gemacht. Das war allerdings nicht zufriedenstellend, weil die Post damals 3 Monate gedauert hat, bis die Tapes dort ankamen. Also das heißt, es vergingen 3 Monate, bis die das Tape bekommen haben. Die haben dann ins Studio gehen müssen. Das hat in der Regel nochmal 1 Monat gedauert. Und wir haben dann 6, 7 Monate später erst das Feedback bekommen. Und wir haben uns dann entschieden, uns zu treffen und in einer direkten Zusammenarbeit das Projekt zu Ende zu machen. Als dann die Stepanida in Konstanz angekommen war, dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass die traditionelle jakutische Musik wenig mit unserer Musik zu tun hat, wie wir sie kennen. Also in der traditionellen jakutischen Musik gibt es zum Beispiel keine Harmonien. Die Musik basiert auf Rhythmus hauptsächlich und auf den Texten, die in dem Lied vorkommen. Die Lieder werden dann improvisierend in der Regel vorgetragen und die Melodien, die hängen immer von dem Gemütszustand ab, in dem sich der jeweilige Sänger dann befindet. Die ursprüngliche Musik, wie sie Stepanida praktiziert, die war in der UdSSR verboten. Das heißt, es war verboten, diese Sprache zu sprechen, also auch nicht, man durfte auch nicht singen in dieser Sprache. Die Texte waren verboten und auch die Art, weil die Stepanida ist eine, sie sagt, das ist eine schamanistische Sängerin. Das heißt, in ihrer Kultur wird die Musik, die sie macht, auch zur Heilung verwendet. Und diese schamanistischen Rituale, die waren verboten. Und das heißt, jemand, der diese Sprache gesprochen hat oder diese schamanistischen Rituale praktiziert hat, kam ins Gefängnis oder hat unter Umständen auch die Todesstrafe bekommen. Insofern war das für die Jakuten selber ein wichtiges Ding, dass die gesagt haben, wieso gibt Stepanida unsere Kultur an Fremde und das wird nimmer im Original dargeboten. Das ist doch eigentlich nicht legitim. Wir müssen doch unsere Kultur erstmal selber entdecken. Allerdings war es dann so, dass die CD in Europa relativ erfolgreich war. Das heißt, es war die drittmeistgespielte CD in den europäischen Kulturradiostationen. Das heißt, da haben sich auch angefangen, Journalisten aus Europa für die jakutische, für die sibirische Kultur zu interessieren und haben Filmteams rübergeschickt. Und das war natürlich für die Jakuten dann
auch sehr spannend, weil sie gesagt haben, okay, plötzlich spricht man über uns, plötzlich zeigt die Welt Interesse an uns und dadurch hat die CD dann auch eine andere Akzeptanz erfahren und mittlerweile ist die CD in dem Land auch akzeptiert. Aus meinem Musikverständnis war das so wie ein Schock. Das war der erste Eindruck einfach von dieser Schamanenmusik, die unmelodiös für mich gewirkt hat. Muss ich sagen, auch taktiert, unstrukturiert. Aber doch hat sie etwas Ursprüngliches, das mich auch an meine Sufi-Musik irgendwie erinnert hat. Mohammed kommt eher aus, eben aus der traditionellen Musik, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe mich immer zwischen den Stühlen eigentlich bewegt. Ich war immer experimenteller Typ und habe Sachen ausprobiert und irgendwelche Kombinationen in der Musik, die nicht möglich waren, die haben mich am meisten interessiert und da bin ich immer auf Forschungsreise gegangen. 2008 wurden wir dann eingeladen, mit Stepanida ein Konzert in Beirut im Libanon zu machen. Und das Tolle fand ich eigentlich daran, ich kannte alle, aber ihr untereinander kanntet euch nicht. Die ganze Situation war für mich irgendwie so ein bisschen komplex, fremd und undurchschaubar. Du kommst aus Bayern, ich komme aus dem Sudan, der Roman Bunker aus Deutschland, jemand, der ein Gitarrist ist, ein Rocker und dann die Stepanida. Und wir waren plötzlich die vier im Libanon und wir sollten miteinander kommunizieren. Und ich habe am Anfang gedacht, oje, ob das dann was wird in dem Festival Al-Bustan. Ich wusste, dieses Festival war einer der renommiertesten Festivals eigentlich in der arabischen Welt. Und wir sind in Beirut angekommen. Wir hatten einen Tag zum Proben. Wir waren alle ein bisschen nervös. Und am nächsten Tag war dann schon das Konzert. Wir haben dann natürlich auch wieder einen Übersetzer gebraucht. Der hat dann quasi Russisch auf Englisch übersetzt, sodass wir überhaupt mit Stepanida kommunizieren konnten. Und die ersten Tage, du sitzt mit jemandem, den du nicht kennst, die Sprache nicht sprichst, seine Mimik auch nicht irgendwie interpretieren kannst. Also die ganze Situation war für mich sehr stressig eigentlich. Erstmal kennst du die Leute nicht, die Art und Weise, wie die Stepanida auch singt, beziehungsweise die Schamanenmusik auf mich gewirkt hat, waren einfach alle Dinge, die mich gestresst haben. Ja. Man kommt an, geht vom Flughafen direkt an dieses Hotel. Die Stadt war komplett zerstört und das Konzert sollte stattfinden, sollte eine Freude vermitteln, sollte einfach Brücken bauen. Mohammed war so beeindruckt von dieser Stadt, dass er eine Stunde vor dem Konzert noch ein Gedicht geschrieben hat, und zwar auf Arabisch. Das ist seine Heimatsprache und die Leute in Beirut sprechen auch Arabisch. Und das war dann sehr beeindruckend, weil Stepanida ihre Texte, die hat ja niemand verstanden, die haben auch wir nicht verstanden. Ich wusste zwar, weil ich sie übersetzt bekommen habe, aber das Publikum hatte Stepanida nicht verstanden, die hat Sacha gesungen. Und etwa in der Hälfte des Konzerts kam dann Mohammed, der sein Gedicht vorgetragen hat und dann seine Sufi-Gesänge. Abwechselnd mit Stepanidas Schamanengesänge. لكنها تأيست بدور فؤادي أنت مرفع الإيمان في
kann sagen, hier hatten zwei schamanische Kulturen sich vereint. Seit dieser Erfahrung habe ich gelernt, als Musiker kann man mit anderen Musikarten bzw. Musikrichtungen einfach arbeiten, Musik machen. Bislang habe ich nur gelernt, dass innerhalb einer Band entsteht eine Musik. Und ich glaube, das war für mich wichtig, mich von diesem Zwang zu befreien. Ich muss nicht eine Band haben, ich muss nicht jede Woche proben. Ich kann mich auch frei einlassen auf andere Musikrichtungen. Und das kann man auch auf anderen Lebensbereiche auch übertragen eigentlich. Dass man sich auf andere einlässt, dass man sich auf andere Personen öffnet, auf andere Kulturen öffnet. Und ich bin viel, viel reicher als am Anfang. Innerhalb der Truppe, die Band, haben wir gelernt, aufeinander zuzugehen und dass die Musik verbindet. Und wenn die Musik auch so fremd sein mag, sehr fremd für einen ist, wenn man einfach sein Herz aufmacht und die Energie einfach auf sich wirken lässt, dann kommt was dabei raus. Ja, es sind auch Leute auf uns zugekommen mit Tränen in die Augen, die gesagt haben, es wäre ein Abend des Friedens gewesen. Ja, das war für mich war das eben ein Zeichen, dass Musik halt wesentlich mehr ist als wie Tanzen mit einem Partner zu Hause. Für mich ist Musik eben soweit ein Brückenbauer zwischen den Kulturen, ein Kommunikator. Musik kann Hoffnung schaffen, Musik kann die Intelligenz der Kinder fördern. Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Musik ist ermöglicht eine Weltreise, eine Kulturreise, öffnet neue Fenster zu anderen Welten, die man überhaupt nicht erwarten kann. Domine, 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 Domine.